Ich werde das hier vorlesen. Es heißt Der geheime Pakt. Meine Quelle sagte, Martin, vielleicht ist es an der Zeit, dass du es den Leuten noch einmal vorliest, damit sie wissen, was der tiefe Staat und die kasarische Mafia mit ihnen vorhatten. Es heißt Der geheime Pakt. Hört es euch an. Es wird eine Illusion sein, die so groß, so gewaltig ist, dass sie ihrer Wahrnehmung entgehen wird. Diejenigen, die es sehen werden, werden wir für verrückt gehalten werden. Wir werden getrennte Fronten schaffen, um zu verhindern, dass sie die Verbindung zwischen uns sehen. Wir werden uns so verhalten, als ob wir nicht verbunden wären, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Wir werden unser Ziel Tropfen für Tropfen erreichen, um keinen Verdacht auf uns zu lenken. Das wird sie auch daran hindern, die Veränderungen zu sehen, während sie stattfinden. Wir werden immer über dem relativen Feld ihrer Erfahrungen stehen, denn wir kennen die Geheimnisse des Absoluten. Wir werden immer zusammenarbeiten und durch Blut und Geheimhaltung verbunden bleiben. Der Tod kommt zu dem, der spricht. Wir werden ihre Lebensspanne kurz und ihren Verstand schwach halten, während wir vorgeben, das Gegenteil zu tun. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und Technologie auf subtile Weise nutzen, sodass sie nie sehen werden, was geschieht. Bevor ich nun mit mehr fortfahre, möchte ich auf diesen Punkt zurückkommen. Wir werden ihre Lebensspanne kurz und ihren Verstand schwach halten, während wir vorgeben, das Gegenteil zu tun. Sie selbst hatten Zugang zur Medbettentechnologie. Sie lebten Hunderte und Hunderte und Hunderte von Jahren, wenn nicht länger. Wir hingegen sollten in der Lage sein, lange zu leben. Was hat Gott für uns vorgesehen? Moses wurde 800, 900 Jahre alt. Das sollten wir auch werden. Aber sie haben es verhindert. Sie haben es abgekürzt. Sie haben unsere Lebensspanne verkürzt. Aber sie gaben vor, sich um uns zu kümmern. Aber in Wahrheit haben sie das nie getan. Wie auch immer, weiter geht's. Hier steht: Und übrigens, der Geheimbund einer Gruppe, die man nicht zu nennen wagt, die kasarische Mafia, die Illuminaten, sie sind alle dasselbe. Sie haben viele, viele Namen. Weiter heißt es, dass wir Weichmetalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in der Nahrung und im Wasser, auch in der Luft verwenden werden. Sie werden überall mit Giften überzogen sein, wohin sie sich wenden. Chemtrails? Irgendjemand? Ja? Nein? Die Schwermetalle werden sie um den Verstand bringen, Weichmetall wie Aluminium. Wir werden versprechen, an vielen Fronten ein Heilmittel zu finden, doch wir werden sie mit noch mehr Gift füttern. Die Gifte werden durch ihre Haut und ihren Mund aufgenommen. Sie werden ihren Verstand und ihre Fortpflanzungsorgane zerstören. All dies wird dazu führen, dass ihre Kinder tot geboren werden, und wir werden diese Information verheimlichen. Die Gifte werden in allem versteckt sein, was sie umgibt, in dem, was sie trinken, essen, atmen und tragen. Wir müssen bei der Verteilung der Gifte raffiniert vorgehen, denn sie können weit sehen. Wir werden sie lehren, dass die Gifte gut sind, mit lustigen Bildern und musikalischen Klängen. Diejenigen, die zu uns aufschauen, werden uns helfen. Ja, die, zu denen man aufschaut, werden helfen. Wir werden sie anwerben, um unsere Gifte zu bewerben. Sie werden sehen, wie unsere Produkte in Filmen verwendet werden und sich daran gewöhnen, ohne ihre wahre Wirkung zu kennen. Wenn sie Kinder bekommen, werden wir ihnen Gifte ins Blut spritzen und sie davon überzeugen, dass es zu ihrem Besten ist. Wir werden früh damit beginnen, wenn ihr Verstand noch jung ist. Wir werden ihre Kinder mit dem versorgen, was Kinder am meisten lieben, mit Süßigkeiten. Wenn ihre Zähne kariös sind, werden wir sie mit Metallen versorgen, die ihren Verstand töten.
und ihnen die Zukunft rauben werden. Wenn ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist, werden wir Medikamente herstellen, die sie kränker machen und andere Krankheiten hervorrufen, für die wir noch mehr Medikamente herstellen werden. Wir werden sie mit unserer Macht gefügig und schwach machen, so wie Fluorid. Sie werden immer depressiver, langsamer und fettleibiger werden. Und wenn sie uns um Hilfe bitten, werden wir ihnen noch mehr Gift geben. Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Güter lenken, sodass sie nie mit ihrem inneren Selbst in Kontakt kommen können. Wir werden sie mit Unzucht, äußeren Vergnügungen und Spielen ablenken, sodass sie nie mit der Einheit von allem eins werden können. Ihr Verstand wird uns gehören und sie werden tun, was wir sagen. Wenn sie sich weigern, werden wir Wege finden, bewusstseinsverändernde Technologien in ihr Leben einzuführen. Wir werden Angst als unsere Waffe einsetzen. Wir werden ihre Regierungen einsetzen und in ihnen Gegensätze schaffen. Wir werden beide Seiten besitzen. Erinnern Sie sich an die Banker, die für beide Seiten bezahlt haben, wie im Zweiten Weltkrieg und in anderen Kriegen? Sie hielten beide Seiten am Laufen, egal wer gewonnen hat, sie haben gewonnen. Wir werden unser Ziel immer verbergen, aber unseren Plan ausführen. Sie werden die Arbeit für uns verrichten und wir werden von ihrer Mühe profitieren. Unsere Familien dürfen sich niemals mit den ihren vermischen. Klingt das bekannt? Richtig. Die kasarischen Mafiösen falsch. Und dann muss unser Blut immer rein sein, denn das ist der Weg. Wir werden alle Aspekte ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen, was sie denken sollen und wie. Wir werden sie freundlich und sanft leiten und sie glauben lassen, sie würden sich selbst leiten. Wir werden Feindseligkeit unter ihnen durch unsere Fraktionen wie Religion und Hautfarbe schüren. Wir werden Feindseligkeit durch ihn. Wenn ein Licht unter ihnen aufleuchtet, werden wir es durch Spott oder Tod auslöschen, je nachdem, was uns am besten passt. Wir werden sie dazu bringen, sich gegenseitig die Herzen zu zerreißen und ihre eigenen Kinder zu töten. Wir werden dies erreichen, indem wir den Hass als unseren Verbündeten und die Wut als unseren Freund einsetzen. Der Hass wird sie völlig blenden und sie werden nie sehen, dass wir aus ihrem Konflikt als ihre Herrscher hervorgehen. Sie werden damit beschäftigt sein, sich gegenseitig umzubringen. Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn töten, solange wir es für richtig halten. Wir werden davon sehr profitieren, denn sie werden uns nicht sehen, weil sie uns nicht sehen können. Wir werden weiterhin von ihren Kriegen und von ihrem Tod profitieren. Erinnert euch daran, dass wir sie nicht sehen können und Trump sprach über diese Menschen, die immer im Schatten standen. Wie auch immer, wir werden weiterhin von ihren Kriegen und ihrem Tod profitieren. Wir werden dies immer und immer wiederholen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wir werden sie weiterhin durch Bilder und Töne in Angst und Wut versetzen. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um dies zu erreichen. Die Werkzeuge werden durch ihre Arbeit bereitgestellt. Wir werden sie dazu bringen, sich selbst und ihre Mitmenschen zu hassen. Wir werden die göttliche Wahrheit, dass wir alle eins sind, immer vor ihnen verbergen. Das dürfen sie niemals erfahren. Schauen wir mal. Sie dürfen nie erfahren, dass die Hautfarbe eines Menschen eine Illusion ist. Sie müssen immer denken, dass sie nicht gleich sind. Tropfen für Tropfen, Tropfen für Tropfen werden wir unserem Ziel näher kommen. Wir werden ihr Land, ihre Ressourcen und ihren Reichtum an uns reißen, um die totale Kontrolle über sie auszuüben. Wir werden sie dazu verleiten, Gesetze zu akzeptieren, die ihnen das bisschen Freiheit rauben, das sie noch haben. Wir werden ein Geldsystem einführen, das sie für immer gefangen halten wird und sie und ihre Kinder in Schulden hält. Wenn sie sich zusammenschließen, werden wir sie der Verbrechen beschuldigen und der Welt eine andere Geschichte präsentieren. Denn wir werden alle Medien besitzen. Wir werden unsere Medien nutzen, um den Informationsfluss und ihre Stimmung zu unseren Gunsten zu steuern. Wenn sie sich gegen uns erheben, werden wir sie wie Insekten zerquetschen. Denn sie sind weniger als das. Sie werden hilflos sein, denn sie werden keine Waffen haben. Wir werden rekrutieren. Erinnern Sie sich an die Waffenkontrolle. Wir werden einige von ihnen rekrutieren, damit sie uns helfen, unsere Pläne zu verwirklichen. Wir werden ihnen ewiges Leben versprechen, aber ewiges Leben werden sie nie haben, denn sie gehören nicht zu uns.
Die Rekruten werden Eingeweihte genannt und werden indoktriniert, damit sie an falsche Rechte für den Übergang in höhere Reiche glauben. Die Mitglieder dieser Gruppen werden denken, dass sie seien eins mit uns, ohne die Wahrheit zu kennen. Sie dürfen diese Wahrheit nie erfahren, denn sie werden sich gegen uns wenden. Für ihre Arbeit werden sie mit irdischen Dingen und großen Titeln belohnt werden, aber niemals werden sie unsterblich werden und sich uns anschließen. Niemals werden sie das Licht empfangen und zu den Sternen reisen. Sie werden niemals die höheren Reiche erreichen, denn die Tötung ihrer eigenen Art wird den Übergang zu diesem Reich der Erleuchtung verhindern. Das werden sie nie erfahren. Die Wahrheit wird so dicht vor ihren Augen verborgen sein, dass sie nicht in der Lage sein werden, sich auf sie zu konzentrieren, bis es zu spät ist. Oh ja, die Illusion der Freiheit wird so großartig sein, dass sie sie nie erfahren wissen werden, dass sie unsere Sklaven sind. Wenn all dies geschehen ist, wird die Realität, die wir für sie geschaffen haben, ihr Gefängnis sein. Sie werden in Selbsttäuschung leben. Wenn unser Ziel erreicht ist, wird eine neue Ära der Herrschaft beginnen. Ihr Verstand wird durch ihre Überzeugungen gebunden sein, die wir seit Menschengedenken etabliert haben. Aber wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns ebenbürtig sind, werden wir sie auslöschen. Das dürfen sie niemals erfahren. Wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns gemeinsam besiegen können, werden sie handeln. Sie dürfen niemals herausfinden, was wir getan haben. Denn wenn sie es tun, können wir nicht mehr fliehen. Denn es wird leicht sein, sie zu sehen, wer wir sind, wenn der Schleier gefallen ist. Unsere Taten werden verraten haben, wer wir sind, und sie werden uns jagen, und niemand wird uns Schutz gewähren. Dies ist ein heiliger Bund, nach dem wir für den Rest unseres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens leben werden, denn diese Realität wird viele Generationen und Lebensspannen überdauern. Dieser Bund ist mit Blut besiegelt, unserem Blut. Wir sind es, die vom Himmel auf die Erde gekommen sind. Es darf niemals bekannt werden, dass dieser Bund existiert. Er darf niemals geschrieben oder ausgesprochen werden, denn wenn dies geschieht, wird das Bewusstsein, das er hervorbringt, den Zorn des Urschöpfers auf uns loslassen. Und wir werden in die Tiefen geworfen, aus denen wir gekommen sind, und dort bis zum Ende der Unendlichkeit selbst bleiben. Der Autor ist unbekannt. So, und hier unten heißt es, dass sogar die besten Heiden getötet werden sollen. Ratet mal, was sie in der Hand haben. JFK. Ja. Also, wisst einfach, dass es entfesselt worden ist, freigelassen wurde. Es wurde veröffentlicht, die Wahrheit, der geheime Pakt ist nicht länger ein Geheimnis. Und dies ist ein Video, in der Tat. Verbreitet dieses Video weit und breit. Gott segne euch alle. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke euch noch einmal für alles. Danke, dass ihr den Kanal unterstützt. Gott segne euch.